Herzlich willkommen im Genius Alliance Podcast und ich habe heute zum wiederholten Male Thomas Knüttel bei mir im Interview. Hallo Thomas. Hallo Norman, schön, dass ich wieder da sein darf. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Heute wird es mal wieder Zeit, Thomas, wir müssen ein Update machen für die Bau- und Handwerksbranche, speziell zum Thema Organisationsentwicklung. Kannst du vielleicht, bevor wir hier tiefer einsteigen, nochmal dein Startup Pilona vorstellen? Wenn aus smart, genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammengehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Mit Pilona haben wir ein ganzheitliches Konzept entwickelt. Ein ganzheitliches Konzept dahingehend, dass wir es uns zur Aufgabe, zur Mission gemacht haben, digitale Prozesse, digitale Geschäftsprozesse, die bei Unternehmen, vor allem im Handwerk entstehen, zu digitalisieren. Da wir feststellen, dass es Stand heute nach wie vor noch viel zu wenig Digitalisierung im Handwerk gibt, da wir auch feststellen, dass der ein oder andere heute noch sagt, puh, was soll ich denn überhaupt digitalisieren, wo kann ich denn überhaupt ansetzen? Und ja, das ist im Endeffekt unsere Mission, die wir mit Pilona haben. Wir haben eine Software- und App-Lösung entwickelt, mit der es uns ermöglicht, die Geschäftsprozesse, die beim Kunden, beim Handwerker entstehen, eben zu digitalisieren. Und das Schöne daran ist, desto mehr Kunden wir in dem Bereich bekommen, desto mehr Kunden wir auch aus spezifischen Bereichen bekommen, desto spitzer können wir unser Angebot natürlich auch formulieren. An der Stelle vielleicht ganz kurz Pilona Sun, eines unserer Systeme, eines unserer Konzepte, ganz, ganz spitz für die Fensterbau- und Sonnenschutzbranche, wo wir wirklich mittlerweile das Nonplusultra am Markt haben. Genau, kann man sich alles auch mal anschauen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Thomas, was mich brennend interessiert und deswegen ist es so wichtig, dass du da bist, weil du sprichst mir immer aus der Seele und aus dem Herzen, wenn du über Digitalisierung im Bau oder der Bau- und Handwerksbranche sprichst und wir über Pilona philosophieren. Warum? Weil ich das natürlich gerade am eigenen Leib erlebe, ja, wie das so ist auf meiner Baustelle. Ja. Also alleine, wenn ich einen Stromanschluss oder einen Wasseranschluss oder einen Internetanschluss, also alles so wesentliche Sachen, die man so braucht, ja, wo man nicht sagen kann, okay, dann halt nicht. Ja. redest du, oder ich in dem Fall, mit, sagen wir mal, 6, 7 Leuten. Ja, da gibt es dann denjenigen, der das Leerrohr zieht. Dann redest du mit jemandem, der das Glasfaserkabel da durchbläst. Dann redest du mit jemandem, der neben dem Kästchen vom Glasfaserdurchbläser noch ein anderes Kästchen setzt, um dich dann mit jemandem zu unterhalten, der dann deinen Internetanschluss auch noch bucht, ja, um dann wieder zurück zum Erdbauer zu gehen und zu sagen, du kannst das Loch zumachen. Das Kabel ist verlegt. Das ist ein ganz gutes Beispiel, ja, wie verrückt das eigentlich ist. Ja. Es ist eigentlich gar nicht handelbar für jemanden, wie jetzt, wir sind jetzt eine 7-köpfige Familie, ja, wir sind berufstätig, wir ziehen gerade um, haben also im alten Haus genug zu tun und müssen uns auf der Baustelle mit solchen Themen auseinandersetzen. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, was ich ja verstehen kann, ist, dass ja, sobald du die Baustelle verlässt und mit einer Behörde telefonierst, ja, sehe ich das alles ein. Ist traurig genug, dass das noch nicht digital funktioniert. Ja. Aber dass die Gewerke untereinander überhaupt nicht ineinander greifen. Also ich muss teilweise den einen briefen, der 5 Meter weiter neben dem anderen arbeitet, ja, weil die miteinander überhaupt nicht vernetzt sind. Oder was ich mir wünschen würde, vielleicht können wir dazu das auch noch mit als Agendapunkt mit auf unser Gespräch mitnehmen, ist so ein Baufortschritt. Ich möchte doch als Bauherr oder Bauherrin, ja, meine Frau, möchte ich doch einfach am Ende des Tages von meinem Gartenlandschaftsbauer, von meinem, weiß ich nicht, Sanitärfachmann einfach nur einen kurzen Statusbericht, guck mal, hier sind die Fotos, kannst du dir angucken und das irgendwie alles so zentriert und gebündelt.
Das wäre so mein Wunsch. Wie lange dauert das aus deiner Sicht noch, bis das so läuft? Puh, das ist eine gute Frage. Aber an der Stelle würde ich zunächst mal dafür plädieren, auch wenn es jetzt schwierig ist, für dich, sage ich mal, oder für deinen Anwendungsfall das vielleicht zu akzeptieren an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen erstmal den ersten vor dem zweiten Schritt machen, weil das, was du beschreibst, die Vernetzung der Gewerke miteinander, ist für mich dann der zweite Schritt. Wir müssen erstens überhaupt mal schaffen, dass überhaupt das einzelne Gewerk digital ist und das Ganze vielleicht auch digital zentriert an einem bestimmten Anker in meinem Geschäftsprozess. Also das ist auch das, was wir in unseren Beratungen und Consulting-Leistungen auch immer wieder sagen. Hey, lieber Kunde, du musst dir erstmal anschauen, was ist denn dein zentraler Punkt, um was sich alles dreht? Ich plädiere dann immer dafür zu sagen, ja, nimm den Kunden als den zentralen Fixpunkt, um den du deine Geschäftsprozesse baust. Und das ist doch Stand heute schon ganz klar. In jedem Handwerksbetrieb bewegt sich genauso wie in einem großen Industriebetrieb der Kunde auf einer gewissen Reise durch mein Unternehmen. Und auch diese Reise kann ich heute als Handwerker bereits digitalisieren. Und aus meiner Sicht, erst wenn ich diese erste Stufe oder dieses Fundament gegossen habe, kann ich darüber nachdenken, ob ich die einzelnen Gewerke miteinander vernetze. Was wir natürlich tun, ist zum Beispiel bei Pilona, wenn ich Pilona nehme für die Zielgruppe der Bauträger und Hausverwalter, da tun wir schon genau das, was du sagst. Denn der Bauträger hat ja seine unterschiedlichen Gewerke zu managen und die Übersicht behält er an dieser Stelle dann mit unserem System Pilona One. Und das bietet das Ganze dann unterm Strich auch. Klar müssen dann die einzelnen Subunternehmer, die einzelnen Handwerker natürlich auch digital ihm die Informationen übermitteln. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir über das Handwerk sprechen, wo wir ja auch unsere gemeinsame Mission mit der Mastercraft haben, dort muss es erstmal geschehen, dass ich mir überhaupt mal Gedanken darüber mache, wie kann ich meine einzelnen Prozesse digitalisieren. Und ja, liebe Handwerker, das funktioniert auch bei euch. Aber der Glaube daran ist noch nicht so ganz da. Beziehungsweise, ich will es anders formulieren, der Glaubenssatz ist ein falscher. Weil, Thomas, ich habe mir den Spaß gemacht, weil wir ja die Mastercraft, da werden wir gleich noch was erzählen dazu, zusammen machen und mir das persönliches Anliegen ist, weil ich es mir einfach nicht mehr angucken kann. Ja? Ich habe das auf der Baustelle quasi jeden Tag. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal ausgerechnet, um wie viel Prozent effizienter ein digitaler Prozess ein Handwerksbetrieb machen würde und bin auf 70% gekommen. Dann bin ich zu meinem Handwerker gegangen, es war der Elektriker, und habe gesagt, pass mal auf, wenn wir deinen Prozess digitalisieren, würdest du 70% effizienter arbeiten. Also 70% Zeiteffizienz und Kosteneffizienz. So, das bedeutet, also der hat mir erstmal mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, hey, du hast ja gar keine Ahnung von meinem Job, ja. Dann hatten wir eine längere Diskussion, dass ich ihm dann erklärt habe, aber von den digitalen Prozessen. Und warum habe ich ihm das erzählt? Weil er mir die ganze Zeit gesagt hat, ich habe ein Problem, Fachkräfte zu finden. Ich habe ein Problem, weil ich noch 15 andere Baustellen habe. Ich kann jetzt nicht zu dir kommen. Und ich habe gesagt, hey, sorry, wir haben eine Deadline. Wir ziehen da ein. Ohne Strom macht es gar keinen Spaß. Ja. Und ich weiß, wo du wohnst. Ja. Zur Not wohnen wir dann halt bei dir. So, und dann hatte ich das Druckmittel. Ja. Kein Mensch will eine siebenköpfige Familie im Türrahmen stehen haben, die dann für länger bleiben. Aber es war tatsächlich so, es war für ihn, weil er sich einfach damit noch nicht auseinandergesetzt hat, für ihn unglaublich, und ich habe ihm das haarklein vorgerechnet, ja, was wir an unnötigen Kommunikationswegen haben, für die er sich ja Zeit nehmen muss, der dann ja ins Auto springen muss, vorbeifahren muss, was alles unnötig wäre. Und wir haben ihn zumindest mal zum Nachdenken gebracht. Ja. Ja, das Spannende an der Stelle ist, du hast jetzt eine Zahl, theoretisch ausgerechnet mit den 70%, die deckt sich tatsächlich mit der Zahl, die wir aus unseren Markterfahrungen kennen. Also wir haben bei den Handwerksbetrieben, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, haben wir so eine Zahl zwischen 40% und 70% Effizienzsteigerung. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel wiederkehrende Prozesse habe ich in meiner täglichen Arbeit. Desto mehr wiederkehrende Prozesse ich habe, desto mehr kann ich natürlich auch digitalisieren, desto höher ist dann eben auch meine Effizienz. Also fand ich spannend, als du gerade eben diese 70% genannt hast. Ja. Aber der Kernaspekt, warum das ja so groß ist, dieser Hebel, liegt an einer anderen Zahl.
Und zwar, das ist eine Zahl, das ist eine weitere Studie, die wir da auch gerne bemühen an der Stelle in unserer Kommunikation. Und zwar, schätzt doch mal, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit verbringen Bauleiter mit dem Thema Kommunikation? Bauleiter, 80%. Ja, nah dran, es sind 90. Okay. Und das ist auch eine Zahl, wie ich die das erste Mal gehört habe, ist die mir wahnsinnig hoch erschienen. Aber ich habe jetzt schon ja in verschiedenen Themen jetzt vor kurzem erst bei der Malerinnung einen Vortrag gehalten. Dort habe ich die Frage eben auch gestellt. Und da kam tatsächlich von den Geschäftsführern der Malerbetriebe diese Zahl auch in der Selbstreflexion, in der Selbsteinschätzung. Und das ist doch der Hebel. Und das muss doch auch jeder Handwerker da draußen verstehen. Wenn ich 90% meiner Arbeitszeit, also ich gehe jetzt mal von der Arbeitszeit, die der klassische Arbeitstag mit sich bringt, von 7 bis 5, wenn ich 90% dieser Zeit mit Kommunikation verbringe, ja, wann mache ich denn dann meine Angebote? Wann mache ich denn meine Rechnungen? Wann mache ich denn meine Buchhaltung und so weiter und so fort? Ja, das mache ich dann nach dieser Zeit beziehungsweise am Wochenende. Und das muss doch der Punkt sein, der jeden Handwerker hellhörig werden lassen muss, wenn er hört, ich kann mit Digitalisierung diesen Batzen an Arbeitszeit massiv reduzieren und somit mich auf das Wesentliche eben in meinem Job konzentrieren und brauche weniger Samstage, weniger Sonntage, weniger Überstunden unterm Strich auch. Das muss doch einfach bei jedem da draußen in den Kopf rein. Ja, steile These, die Auftragsbücher sind voll. Also die Handwerker haben gar keine Zeit, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und jetzt kommt im Grunde die ganz große Gefahr, die ich sehe. Noch eine kleine Randnotiz. Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich mich an einem Handwerksbetrieb beteilige. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mal zu zeigen, an einem echten Beispiel, an einem so eine richtige Proof-of-Concept-Phase, dass man A, einen Handwerksbetrieb skalierbar aufbauen kann, das Geschäftsmodell, was ja Handwerker nicht glauben. Die sagen ja, ich habe 8 Stunden, vielleicht habe ich 10 Stunden pro Mann und Maus am Tag zur Verfügung und die kann ich verplanen. Ja? Und das ist ja im Grunde der Widerspruch mit dem Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, womit sie ja absolut recht haben, ja, weil sie nicht effizient genug sind. Weil die einzige Skalierung, die ich als Handwerker habe, ja, wenn ich mal die 70% nehme, dann ist es ja, dass ich die Arbeitszeit besser gestalte, effizienter mache, genau, und besser auslaste. Ja? Also ohne meine Leute, genau, zu verbrennen. Ja? Ich habe einen Betrieb, da haben jetzt während der Bauphase bei uns 2 Leute einfach mal gekündigt. Warum? Weil ein anderer mehr Geld bezahlt hat. Genau. Also das kommt ja auch noch dazu, dass ich neben der Effizienz auch noch einen besseren Deckungsbeitrag brauche. Ja? Und wenn ich die ganze Zeit, wie du gerade sagst, 80% mit Kommunikation verbringe, na, dann habe ich ja den Worst Case. Ja? Dann habe ich ja keine Effizienz in dem Projekt selber. So, das heißt, Das klassische Geschäftsmodell für Bau- und Handwerksbetriebe ist, ich kann nur so weit skalieren, wie ich Mitarbeiter habe. So, das ist jetzt mal das, was jeder Bau- und Handwerksbetrieb so im Kopf hat. Dass es darüber hinaus skalierbare Geschichten gibt, darüber sprechen wir dann in der Mastercraft. Gehen wir nachher noch drauf ein. Aber mich würde mal interessieren, jetzt mal so aus deiner Perspektive, oder wie du das auch wahrnimmst, diese 80% der Kommunikation, Riesenaufwand, kann ich absolut bestätigen, auch aus Sicht des Bauherrns. Da stellt sich mir sofort die Frage, auf wie viel Projekten habe ich diese 80%? Ja? Also wenn ich in einem Projekt einen hohen kommunikativen Aufwand habe, weil die Baustelle nicht läuft und die andere läuft super, ja, dann habe ich ja kein richtiges Verhältnis. Ja. Wie kann ich denn das über digitale Prozesse effizienter gestalten? Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeitinvest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR.
Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst, oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuch uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Aus meiner Sicht ist da immer der Schlüssel einerseits mal, dass ich überhaupt erstmal einen geführten Prozess habe. Denn oftmals ist es ja der Fakt, dass ich natürlich auf der Baustelle immer wieder Troubleshooting betreiben muss. Das ist ja der Großteil der Kommunikation. Um ehrlich zu sein, fühlen sich dabei auch natürlich viele Handwerker oder eben die Geschäftsführer der Handwerksbetriebe auch wohl da drin, weil ich überspitze jetzt mal, weil sie sich in dieser Situation natürlich auch gebraucht fühlen im Unternehmen. Ja, absolut. Und sagen, jawohl, ich kann managen, ich bin derjenige, der jetzt hier wieder bei dem Projekt die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und ohne mich läuft der Laden ja nicht so. Ich überspitze jetzt echt mal ein bisschen bewusst. Ja. Aber der Punkt ist doch der, wenn ich einen geführten Prozess habe, wo wirklich jeder in der Kette genau weiß, was zu tun ist, wenn mir Material auf der Baustelle fehlt, wenn mir weitere Informationen auf der Baustelle fehlen, wenn jeder genau weiß, wo muss ich hinklicken, wo muss ich draufgehen, dass ich diese Informationen bekomme, über eine App oder eben über einen Kommunikationskanal innerhalb der App, dass einfach der Kommunikationsfluss auch zielgerichtet ist. Damit steckt ja schon mal ein Riesenhebel eben drin, dass ich einfach genau weiß, wie schaut mein Prozess aus. Und das ist einfach der Punkt, der Schlüssel ist, der erste Schlüssel, sage ich mal, in diesem Fall. Ja. Kannst du mal skizzieren, wer eure Kunden, also wie muss ich mir einen Bauernhandwerksbetrieb vorstellen, der Pilona einsetzt? So jetzt mal von der Zielgruppe. Ja, das ist vielschichtig an der Stelle. Also wir haben große Objekteure, die wirklich dann, also ich bezeichne jetzt einfach mal einen Objekteur, einen Handwerksbetrieb als Objekteur, der größere Objekte macht. Der mal hier eine Schule, der mal dort ein Rathaus, der mal dort ein kleineres Bürogebäude innerhalb seines Gewerkes hier an dem Beispiel im Sonnenschutzumfeld macht. Also das heißt, der schreckt nicht davor zurück, mal 200, 300 Außenjalousien an die Fassade zu schrauben. Das ist ein Objekteur mit 20, 25 Mitarbeitern, die nutzen Pilona. Hier habe ich natürlich einen riesen Effektivitäts- oder Effizienzhebel, allein über den ganzen Schriftverkehr, der in so einem Großprojekt passiert. Das ist ja, ich sag mal, 80% mehr Schriftverkehr, wie du bei dir auf deiner Baustelle hast, Norman. Das glaube ich. Und da habe ich natürlich einen Riesenhebel. Aber wir haben auch kleine Handwerksbetriebe, kleinere, an der Stelle auch wieder zum Beispiel Sonnenschutzfachbetriebe oder auch kleinere Malerbetriebe, die wirklich nur 1, 2 Dokumente, also sprich, ich habe irgendwo ein Angebot erstellt, ich habe eine Montagekarte, ein Übergabeprotokoll, ein Montageformular und das war's dann, sage ich mal. Aber auch hier erreichen wir dann eben schon diese Effizienzsteigerung um die 40%. Also das ist von bis. Ich würde mal sagen, ab 5 bis 8 Mitarbeitern geht es so richtig los, dass der Hebel immer größer wird, aber dann sind wir nach oben offen. Ja, jetzt erinnere ich mich an meine Agenturzeit, das liegt schon sehr lange zurück und wir hatten eine Agentursoftware, die war eigentlich eine Vollkatastrophe. Ja, die hatte halt irgendjemand mal ins Unternehmen getragen, so wie ich das vielleicht auch aus Unternehmen kenne, die so eine, weiß nicht, ob du das noch kennst, so eine AS400 Warenwirtschaft. Die hatte so eine MS-DOS-Oberfläche. Ja, also noch vor Windows. Genau, ja. Jetzt ist es ja so, jetzt nimmst du das ja nicht einfach so aus dem Unternehmen raus und ersetzt das. Ja, also das war damals ein Riesenprozess, eine neue Agentursoftware einzuführen. Jetzt weiß ich, dass Pilona geclustert ist. Das heißt, ich kann mit niedrigsten, wenn überhaupt vorhandenen Eintrittsbarrieren oder Aufwänden, die ich haben werde, kann ich ja schon einsteigen in das. Was ist denn das einfachste Modul, was schon eine hohe Effizienz in einem Unternehmen erreicht? Gut, ich würde es jetzt gar nicht als Modul an der Stelle beschreiben. Also unser Einstiegssystem, sage ich mal, startet einfach mit den ganz einfachen Prozessen. Mit den Prozessen einen digitalen Montagebericht. Ich kann meine Montagetruppe nach draußen schicken über eine App.
wo ich Informationen zur Baustelle, wo ich die Zeichnungen dabei habe, wo ich eine Checkliste dabei habe, welche Materialien geladen werden müssen, wo ich eine Anfahrtsbeschreibung drin habe. Und dann kann ich diesen Montageeinsatz, diesen Montageauftrag zum Beispiel in einen Einsatzbericht umwandeln, wo ich dann direkt meinen Endkunden drauf unterschreiben lassen kann und somit auch direkt das Übergabeprotokoll beim Kunden digital übergeben kann. Das ist mal so ein ganz einfacher Montageprozess. Und selbst hier haben wir schon wahnsinnige Effizienzsteigerungen, vor allem auch, weil es dann um die Dokumentation geht. Jeder Handwerker kennt da draußen oder jeder Handwerksunternehmer, bezeichnen wir es mal so, kennt da draußen, dass die Montagezettel zurückkommen, sind unvollständig ausgefüllt, man muss wieder nachhaken, es fehlen vielleicht irgendwelche Zeiten auf dem Montageprotokoll. Es fehlt Material, was verbaut wurde. Es wurde Brotzeit auf dem Zettel gemacht, sodass er nicht mehr übergebbar ist. Den hatte ich letztens, lustig. Genau. Und das sind doch einfach diese Punkte. Und dass ich dann einfach auch eine automatisierte Archivierung im Hintergrund habe und eben durch Pflichtfelder, die ich reinprogrammieren kann, das einfach eben nicht mehr durchrutscht, dass das Befestigungsmaterial, die Stückzahl des Befestigungsmaterials dokumentiert wird und so weiter. Also das sind schon kleine Anforderungen an unser System mit einem riesengroßen Hebel beim Nutzer. Und by the way, was das mit mir macht, ja, also wenn ich als Bauherr einen Handwerksbetrieb hätte, der da anrückt, einen geilen Job macht, ja, und mir am Ende auf dem iPad sagt, hier, pass mal auf, unterschreib das Ding, ich schicke dir das gleich per E-Mail, und hat auf der Baustelle das Thema beendet. Der braucht nicht ins Büro fahren und dann noch was nacharbeiten oder mich belästigen von wegen, ich schicke dir mal eine E-Mail. So war es bei mir. Ja. Ich habe diesen Fresszettel da, diesen Brotzeitzettel, habe ich als Scan per E-Mail bekommen. Dann hat er mir gesagt, kannst du mal ausdrucken und unterschreiben und zurückschicken. Was der für einen Aufwand auf meiner Seite verursacht damit, macht er sich ja gar keine Begriffe, weil er ist ja digitalisiert. Er macht das ja per E-Mail. Ja. Verstehst du? So, und das ist ja eine Vollkatastrophe. Weil ich muss ja meinen Drucker, also ich muss mich ja an meinen Rechner setzen, diesen Drucker bedienen, ausdrucken, mir einen Stift suchen, das Ding unterschreiben und irgendwie wieder einscannen und per E-Mail schicken. Es ist einfach, und jetzt hast du ja nicht nur ein Gewerk, ja, das machst du ja dann 15 Mal oder 20 Mal. Ja. So. Also von dem her, so, nochmal zurück zu Pilona, weil das, ich finde das einfach wichtig, dass das da draußen verstanden wird, wie einfach das ist, das System einzusetzen, auf der einen Seite. Ich überlege gerade, vielleicht machen wir gleich mal eine Schulung bei mir auf der Baustelle mit den ganzen Gewerken. Ja, gern. Und ja, unbedingt. Machen wir zur Einweihungsparty. Weißt du, dann machen wir so einen speziellen Pilona-Pavillon und dann laden wir die alle ein. wie lange dauert das, bis mein Team eingearbeitet ist in das Ganze? Also die Initiierung oder das Aufsetzen des Projektes und die Einführung innerhalb des Unternehmens passiert im laufenden Prozess. Also das heißt, wir machen eine Kickoff-Session, nehmen die Prozesse des Kunden auf, bauen sein eigenes System auf, sodass er bestmöglich mitarbeiten kann. Das bedeutet für uns unterm Strich so eine Projektlaufzeit, so eine Projektphase von 8, 10, 12 Wochen in dem Dreh. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Rückfragen sind da, und da kommt auch drauf an, wie komplex sind denn die Prozesse bei dem Unternehmen. Aber die Hauptanforderung bzw. die Hauptarbeit liegt bei uns. Und dann kommen wir zu einer Schulung der Mitarbeiter, kommen zu einer Schulung der Monteure, und dann ist das System eingeführt. Also das heißt, wir brauchen einen Ansprechpartner im Unternehmen, der uns ein Stück weit begleitet in dem Kontext. Aber die Einführung an sich, die Schulung der Monteure, sind 2 Stunden und dann läuft das System. Also nur nochmal, um das zusammenzufassen. Ja, ich kann eine Effizienz erreichen in meinem Betrieb zwischen 40% und 70%, sagen wir mal. Ja. Ich kriege eine individuelle Software, die ich sofort einsetzen kann, sofort einsetzbar ist. Ja, und ihr auch noch den Betrieb begleitet eine gewisse Zeit, um zu sagen, wir wollen auch wirklich jeden einzelnen Prozess optimieren und digital abbilden. Genau. Und ich würde es mal als Aufwand beim Kunden direkt, würde ich mal den Aufwand mit allem drum und dran, mit uns die Formulare zu übergeben und so weiter und so fort, an der Kickoff-Sitzung dabei zu sein, auch mal für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, plus Schulung, würde ich bei einem Handwerksbetrieb auf 10 bis 12 Stunden definieren. Und der restliche Aufwand liegt bei uns.
So, und jetzt rechnet ihr das bitte mal aus. Ja, und da stimmt nämlich auch dieses Argument, ich habe keine Zeit für Digitalisierung nicht mehr. Da könnte ich, wie man bei uns in Franken sagt, die Wänden auf. Weil naja, das ist ungefähr so, du gehst an einen Hotdog-Stand, ja, kaufst dir für 2,70 Euro so ein hübsches amerikanisches Hotdog, bezahlst mit einem Fuffi, nimmst das Hotdog und gehst. Und lässt das Restgeld einfach bei dem netten Herrn oder der netten Dame liegen, weißt du? Das ist, wenn du sagst, ich habe keine Zeit. Im Grunde haben sie ja recht, sie haben keine Zeit, aber die Zeit liegt halt einfach in ineffizienten Prozessen. Und das ist ja ein Schatz, den ich jetzt heben muss, in einer Zeit, in der die Auftragsbücher voll sind. Und das ist ja dieses Henne-Ei-Thema. Ich muss doch mich irgendwann mal darauf einlassen und sagen, okay, ich investiere jetzt die Zeit, um dann aber später die Einsparung zu haben und auch später wachsen zu können, weil das ist ja der nächste Punkt. Fakt ist ja, dass uns in den nächsten Jahren, ich habe von einer Studie gehört, ich kann es kaum glauben, knapp 200.000 Handwerksbetriebe in den nächsten 10 Jahren abhanden gehen. So. Wow. Jetzt wird aber ja nicht weniger gebaut. Die Anforderungen auf der Baustelle werden auch nicht weniger. Die Projekte werden immer komplexer. Es entsteht immer mehr, dein Beispiel mit dem Elektriker, es werden immer mehr Strippen in so ein Gebäude gezogen. Es gibt eine immer größere Vernetzung. Das heißt, die wenigen Handwerksbetriebe, die da sind, müssen ja da sein und den Markt auffangen und das Wachstum mitgehen. Das heißt, die brauchen natürlich dann auch mehr Fachkräfte und auch eine bessere Organisation in ihrem Unternehmen, gepaart mit der Digitalisierung, um überhaupt den Markt bedienen zu können. Und da werden einfach die Unternehmen, die heute schon gut aufgestellt sind und die sich in Zukunft gut aufstellen, das werden die Gewinner sein. Und dafür haben wir unsere Mission. Genau, die Mission kommt jetzt gleich, weil ich schaue jetzt auch ein bisschen auf die Uhr, weil du hast auch gleich einen Termin. Nur noch ein einziges Beispiel, weil das war unglaublich. Ich war mal wieder auf der Suche nach einem Fliesenleger. Da habe ich, glaube ich, dich angeschrieben und ich habe es sogar in der Community geschrieben, dass es eigentlich der Wahnsinn ist. So. Gestern kommt ein Freund von mir vorbei, auch Handwerker, eigentlich so ein MacGyver in der Szene, der irgendwie alles kann. Ja? Und der drückt mir was in die Hand und sagt, wir brauchen keine Fliesenleger mehr. Da bringt er mir eine Oberfläche mit, ja, die sieht optisch aus wie eine Fliese, fässt sich an wie eine Fliese, richtig cooles Dekor, bringt einen riesen Katalog mit, wo ich mir irgendwas aussuchen kann, ist aber keine Fliese, kann jeder, der irgendwie handwerklich einigermaßen begabt ist, an die Wand kleben. Ja. Hat dieselbe Funktion. So, das bedeutet, der Markt produziert jetzt Produkte, weil er merkt, die Fachkräfte sind nicht mehr da. Ja, wenn du keinen Fliesenleger mehr hast, verändert sich das Sortiment. Das heißt, ein ganz normaler Hausmeister, ja, der ist in der Lage, ein Bad zu fließen, in Anführungsstrichen, ohne Fliesen zu verlegen, sondern mit einem neuen Rohstoff werden Fachkräfte oder spezialisierte Leute wie jetzt ein Fliesenleger, ja, den du einfach nicht kriegst, werden die einfach ersetzt. Ja, so. Das heißt, wir reden jetzt auch über eine Disruption in dem Produktportfolio. Ja, und jetzt kann man sich fragen, okay, Elektriker wird es immer geben, Sanitär wird es immer geben, na klar, aber die Frage ist, wie verändert sich der Markt und spielst du dieses Spiel mit? Ja, also inwieweit innovierst du tatsächlich? Hast du überhaupt Zeit zu innovieren? Ja, hören wir ja gerade, ihr habt keine Zeit, also auch nicht zu innovieren. Will nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, mal darüber nachzudenken, diesen digitalen Move mitzumachen, diesen Schritt in die richtige und vor allen Dingen in die zukünftige Richtung mitzumachen. Thomas, lass uns noch kurz die letzten Minuten darauf verwenden, über unsere Mastercraft zu sprechen, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Und du gibst vielleicht mal einen kurzen Überblick, was erwartet mich denn da? Ja gut, mit der Mastercraft haben wir uns ja dazu entschieden, genau dieses Thema aufzugreifen. Wir haben uns dazu entschieden, genau diesen Punkt anzugehen und zu sagen, okay, wo drückt denn zukünftig der Schuh, beziehungsweise wo drückt heute schon der Schuh? Also das heißt, wie muss ich mich organisatorisch aufstellen als Unternehmen? Wie muss ich mich attraktiv für neue Mitarbeiter aufstellen? Wie muss ich mich attraktiv für Auszubildende zum Beispiel aufstellen? Also gerade die Generation, die da jetzt kommt, die sehr, sehr stark digital ist. Man muss ja nur mal an eine Bushaltestelle gucken. Da gibt es kein Kind mehr, was kein Smartphone in der Hand hat, glaube ich. Das ist Wahnsinn.
Und genau diese Generation muss sich ja später für diesen Job begeistern. Und auch das geht durch digitale Prozesse. Und auch das geht dadurch, dass ich mich als Handwerksbetrieb modern aufstelle. Und all diese Themen, gepaart natürlich mit dem Thema Geschäftsprozessentwicklung, also sprich, wie muss ich mich denn aufstellen? Also im Endeffekt erarbeiten wir im Bereich Digitalisierung die Anforderungsliste, die persönliche Anforderungsliste für die einzelnen Tools, die ein Handwerksbetrieb benötigt, gepaart natürlich noch mit dem Thema Außendarstellung, digitales Marketing, digitale Mitarbeitergewinnung. Also all diese Themen beschäftigen uns in dieser Mastercraft und damit ist die Mastercraft eine absolute Alleinstellung, drückt man es mal so aus. Denn so ein Seminar mit der Dichte an Themen und vor allem diese Verknüpfung der Themen zwischen Organisationsentwicklung und Digitalisierung findet man da draußen am Markt absolut nirgends. Ja. Wir haben ein paar Mentoren dabei. Ich habe da auch einen Slot, wenn ich die Agenda richtig gelesen habe. Ja. Ich finde es total wichtig. Die Mastercraft, für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, ist eine Masterclass, nur für eben Bau- und Handwerksbetriebe. Deswegen Mastercraft, zum Wortschöpfung von Thomas und mir. Ja. Und das ist Teil der Genius Alliance University, also dem Ort, an dem wir versuchen, gerade digitale Themen Unternehmen und Führungskräften näher zu bringen. Und wir haben ja schon einen Durchlauf gemacht. Wir sind also, wir wissen, wie es jetzt abgehen wird und dass es eine sehr spannende Geschichte ist, das auch in einem Team zu machen, in einer Runde zu machen, um einfach voneinander zu lernen und die unterschiedlichsten Bedürfnisse oder auch Engpässe mal zu erfahren und dafür konkrete Lösungen auf den Tisch zu legen, ja, genau. Wo jeder für sich einfach mal schauen kann, hey, passt das für mich? Und wer da mal reinschnuppern möchte zum Beispiel auch, wir haben ja auch einen, ich sag mal, kostenlosen Bereich dieser Masterclass, wo wir auch schon eine Hülle und Fülle an Content, eine Hülle und Fülle an Informationen eben zu diesen Kernthemen den Teilnehmern übermitteln. Also auch hier haben wir über deine Plattform, über die Plattform der Genius Alliance University die Möglichkeit geschaffen, auch kostenlos schon mal reinzuschnuppern, um einfach zu schauen, passt es denn, was mir die Mentoren denn da wöchentlich mit auf den Weg geben. Also auch hier herzlich die Einladung, direkt dort teilzunehmen. Vielleicht packen wir den Link auch in die Shownotes, Norman. Unbedingt, wir packen alles rein. Sehr gut. Thomas, die Zeit ist rum, die wir uns gesetzt haben. Wir haben unser Ziel erreicht, das in diesem Zeithorizont zu schaffen. Ich würde dir das Schlusswort, wie üblich und wie das hier auch im Podcast Tradition ist, überlassen. Mit der Frage, wenn du einen Handwerksbetrieb führen würdest, was ist das Learning heute, was du einem Handwerksbetrieb gerne oder das wichtigste Learning gerne mitgeben würdest? Aus meiner Sicht ist das wichtigste Learning, Digitalisierung tut nicht weh. Digitalisierung ist auch nicht einfach was ich halt mal machen muss, weil es gerade in aller Munde ist und irgendwie vielleicht auch sexy ist, sondern Digitalisierung und sich mit dem Unternehmen beschäftigen, am Unternehmen zu arbeiten, ist der Schlüssel für eine Zukunft oder generell überhaupt eine Zukunft des Betriebes.